In diesem Video erkläre und zeige ich dir das ganze Dilemma der Leinenführigkeit, also wie sich der Hund und dann eben auch der Besitzer verändert, sobald man den Hund an die Leine nimmt. Wie er ist ohne Leine und wie er ist an der Leine. Geht gleich los. Ja, hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, ich habe mir erstmal ein Butterbrot geschmiert, weil jetzt kommt da gleich ein Hund mit dazu. Das wird die Sensationslust einiger meiner Zuschauer wahrscheinlich mal befriedigen. Ich sage da aber gleich das dazu, was ich für sehr, sehr wichtig halte. Wenn man jetzt so Hundetrainer ist, dann ist eigentlich meistens immer irgendwie der Schwerpunkt darauf, dass man das kitten muss, was Leute versäumt haben. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Ich denke, ich bin da nicht alleine. Das wird allen Trainern so gehen, auch wenn ich jetzt an Pferde denke oder so, dann ist das eigentlich wirklich eigentlich schade, dass man es nicht von Anfang an richtig macht. Aber gut, das klappt halt nicht immer. Manchmal gibt es auch Gründe dafür. Das ist auch so, das mag ich auch zugeben. Aber es ist für mich nichts, wo ich jetzt dann praktisch da Freude daran habe, zu beweisen, dass dieser Hund jetzt bei mir artig an der Leine geht oder so. Sondern eigentlich macht es mich immer ein bisschen traurig, wenn ich das machen muss. Aber wie ich vorgehe, werde ich jetzt dann tatsächlich live versuchen mit meinem Komparsen Hugo, seines Zeichens Dobermann. Und auch um das gleich vorwegzunehmen, der Hugo ist voll kopiert. Das fanden die Besitzer jetzt auch nicht erforderlich. Die haben den genommen, weil es gute Menschen sind und weil er aus richtig schlechter Haltung, die haben einiges durch. Also seine Darmflora, die war praktisch echt im Moors, kannst du sagen. Giardien und was weiß ich denn, wurde halt nicht richtig angeleitet in seiner Jugend, in seiner Kindheit. In seiner Jugend hatten dann die Besitzer eben selber auch schon richtig Manschette, dem Hund da sowas wie Ruhe zu vermitteln. Ist ein bisschen rassetypisch, aber der Hugo ist ein ganz süßer. Bloß der hat sich jetzt da schon richtig dran gewöhnt. Sobald Zug auf die Leine kommt, dann kommt sein Auftritt. Ne? Dann zeigt er, wie viel Kraft er hat und so weiter. Und ja, wollen wir mal gucken, den hole ich jetzt gleich dazu. Und dann wollen wir mal sehen, wie ich dem beikomme. Und ich werde das alles kommentieren, was ich gerade erlebe, was ich gerade denke. Weil ich glaube, das hilft dann vielleicht noch am ehesten weiter, weil es halt doch nicht unbedingt nur auf irgendwelche Schritte ankommt, wie man was macht und wann und so, sondern auch, wie man sich dabei fühlt. Und ja, nochmal in die Hände spucken und dann geht's gleich los. Das ist Hugo. Finde ein sehr hübsches Exemplar von seiner Rasse. Ich habe jetzt heute als Ausrüstung so ein Martingale-Halsband gewählt. Geschirr würde auch gehen, aber wenn die Hunde noch so viel Wumms nach vorne haben oder so, meistens verdreht sich dann das Geschirr und der steht dann eigentlich nur noch seitlich. Und ich habe doch mehr Kontrolle mit einem Halsband. Aber da ist wirklich jetzt ganz, ganz wichtig, bei solchen Hunden, die so viel Gas nach vorne haben, ist das sogar kontraproduktiv, wenn man irgendwas Dünnes benutzt. Also sprich eine Kette oder irgendein dünneres Halsband, weil man jetzt meint, ja, dann ist es für ihn unangenehm, dann wird das eher lassen. Das klappt alles nicht. Bei den Hunden funktioniert das anders. Die Hunde sind da tatsächlich eher so, wenn die Widerstand merken und es geht nicht vorwärts, dann krachen die sich richtig rein. Und spätestens, wenn dann Sauerstoffzufuhr fürs Hirn abgeschnitten ist, dann geht da halt gar nichts mehr weiter. Weder im Lernprozess noch mit irgendwas. Ne? Was man auch nicht machen darf, Hugo, jetzt kann ich mich schon fast wieder über dich aufregen, weil du so brav bist.
Was man nicht machen darf, ist, dass man den Gedanken hat, dass man ihn bekämpfen möchte. Also das, was der Hund machen möchte, dass man das bekämpfen möchte, dass man ihm das versagen möchte, dass man letztendlich dann auch immer in diese Spirale reinkommt, wo man nur noch vorhat, also irgendwas zu verbieten, weil man dann immer auch von seiner Laune her einfach dann blöd drauf ist. Hugo, das ist wirklich wieder kontraproduktiv, was du da machst, aber letztendlich irgendwie zeigt es, dass wir ja doch schon nicht ganz so untätig waren, wir beiden. Also ich freue mich gerade, dass du das auch weißt. Und ihr könnt alle glauben, was ihr wollt, wie der Hund vorher war oder was ich alles mit ihm gemacht habe oder sonst was. Das Entscheidende, weswegen er jetzt so ist, das ist, weil ich ihm tatsächlich dann seine Spinnereien, die er hat, also er wird mich auch anspringen heute noch, das wird sicherlich, dass ich da nicht versuche, mit ihm zu rangeln, weil genau das möchte er. Ne? Sondern wenn, ich gucke dann in die Ferne, ich versuche meinen Text nicht zu vergessen, den ich eh spontan mir einfallen lasse und dann einfach abwarten, bis er das mal lässt und erst dann gehe ich in irgendeiner Form weiter, weil dieses Gerangel kennt er von seinem Besitzer. Und Hugo ist hartnäckig, keine Bange. Was ich mir jetzt dabei denke ist, kannst du ruhig machen, wird dann einfach länger dauern, aber bringen tut's dir nichts. So, und ich beginne mit ihm nicht mit der kurz gegriffenen Leine, weil das wieder nur da bewirken würde, dass er versucht mich anzuspringen und solche Geschichten, sondern ich gebe ihm die Leine lang. Und ich versuche jetzt eins, ich gehe ihm nicht hinterher, also er wird es jetzt nicht schaffen, dass ich länger seinen Hintern angucke. Ich bewege mich von ihm weg und will ihm damit, was heißt ich will ihm damit, ich werde ihm damit auch zeigen, dass er damit jetzt bei mir irgendwie nichts bewirkt. Sollte er jetzt übertreiben mit dem Rumspringen und so weiter, würde ich wieder stehen bleiben und ihn einfach nur runterhalten. Richtung zu ändern ist bei ihm gut. Das klappt wirklich recht gut. Was man nicht machen darf, ist, wenn ich jetzt ihn nach vorne laufen lasse und ich drehe mich um, dass ich dann schnell weiterlaufe, weil dann fängt er seinen Gerammel wieder an. Wenn, dann muss das so passieren, dass ich das mache und danach bin ich gleich schon wieder die Ruhe selbst, damit er, wenn er sich umguckt, mich nicht so sieht, ah, jetzt läuft sie weg oder so, sondern wir waren das jetzt eigentlich, so soll das sein. Dann beruhigen die sich, weil ich sage das jetzt, weil sich das jetzt einfach so ergibt auch, weil ich gemerkt habe, dass die Leute, wenn ich denen sage, dreh mal um und dreh dich schnell um, dass da dieser Effekt kommt, dass sie das dann immer so machen und dann wird der Hund frech. Ne? So, was ich bei ihm auch also wirklich faszinierend finde, ich weiß das von meinem verstorbenen Mann, dass Dobermänner also teilweise faszinierend geile Fährtenhunde sind, dass sie das richtig drauf haben, sich voll zu konzentrieren und auch das mit dem Schnuffeln in ruhigster Gangart zu machen. Das finde ich faszinierend, weil die Hunde doch eigentlich jetzt eher dafür bekannt sind, dass sie Magnum durch die Gegend jagen und dass sie normal sowieso Vollspeed unterwegs sind. So, weiter im Text. Was ich jetzt mache, ich möchte, dass er merkt, ich entspreche ihm nicht. Wenn er in irgendeine Richtung will, gehe ich ihm nicht hinterher. Und ich gehe meinen Weg. Ich sage ihm nicht, dass er da nicht hinlaufen darf, sondern ich gehe einfach in die andere Richtung. Das ist das, womit man ihn eigentlich am ehesten ruhig bekommt. Und erst, wenn ich merke, der hat also jetzt wirklich halbwegs so meine Richtung, er beachtet mich, das tut er nämlich jetzt schon, auch wenn er mich nicht anguckt. Beachten geht beim Hund auch mit dem Seitenblick. Das ist nicht so, dass er, weil wenn der hochguckt, will er entweder Futter von mir oder er ist kurz davor, mich wieder anzuspringen. Also das ist nicht das, was ich anstrebe. Das, was er jetzt macht, das finde ich geil. Finde ich richtig gut. So, jetzt wäre er auch bereit, dass ich ihm auch mal einfach sage, ich gehe auch mal durch dich durch. Ist mir jetzt egal, ob du da bist oder nicht. Aber ich mache das nicht wie so ein Kung-Fu-Kämpfer, dass ich ihm da jetzt da in die Parade reinspringe, weil er dann wieder tatsächlich so frech werden würde.
Ne? Und da hat er auch recht mit. Das will ich auch mal loswerden, dass ich schon so viele Hunde erlebt habe, die dann, wenn die Besitzer das versuchen mit Schluss, hör auf und Ende und lass das und nein und was weiß ich denn, dann anfangen, den Besitzer anzubellen. Die haben recht. Die schimpfen den Besitzer aus. Ne? Das wäre so, wie wenn jetzt ein irgendwie Vater oder Mutter zu dem Kind sagt, hör auf hier rumzuschreien. Und das Kind würde sagen, du schreist doch auch. Ne? Bringt niemanden weiter, kocht bloß die Emotionen hoch. Und was dieser Hund einfach nur braucht, ist, dass er Ruhe erfährt und dass er auch merkt, dass seine Bedürfnisse auch verstanden werden. Weil wenn nun mal so ein Hund jetzt einfach so eine blöde Kindheit hatte, wo die Besitzer nichts für können, sondern nur die, die ihn vorher hatten, die das aber wahrscheinlich auch nicht mit Absicht gemacht haben, da sind wir wieder voll im Dilemma, here we go again, das bringt einen ja nicht weiter, ne? Sondern wirklich, jetzt zieht er da irgendwelche, was weiß ich, der Blätter, glaube ich. Ja, aber wenn ich jetzt bei ihm irgendwie was sehe, dass der jetzt da irgendwo hin möchte und ich mache das da, habe ich Glück. Du Gute, bist der Beste. Wenn der jetzt richtig drauf wäre, könnte man jetzt vielleicht sogar bewirken, wenn Uwe ihn immer anspricht. Da geht er nicht weg, ne? Sondern eher so, juhu, niedlich. Voll süßer Hund, voll süßer Hund. Hugo, komm, wir wollen gehen. Dann mache ich gerne, so, jetzt war irgendwas Aufregendes, was sich ereignet hat, dann fängt er gleich wieder an, da Faxen zu machen. Aber das weiß ich ja. Wenn er jetzt dann wieder übertreibt, halte ich ihm die Leine einfach straff. Wenn er sich setzt, dann lasse ich die Leine wieder locker. Ich vermeide dabei Blickkontakt, weil er da jetzt drauf wartet. Ne? Sobald ich ihn angucke, möchte er entweder was von mir Futter oder das springt mir als nächstes an die Nase. Ne? Du Mann, du bist voll lieb heute. Braver Junge. Ich dich auch. So, wenn er jetzt das da macht, da gibt es nämlich auch Unterschiede, wie Hunde einen anspringen. Der hat sich jetzt nämlich wirklich eigentlich eher aufgestellt an mir. Der hat mich nicht weggedrängelt oder sowas. Das ist jetzt eher frech. Dann hängt er wieder in der Luft. Aber eben nicht in der Luft, sondern das bringt ihm dann keinen Spaß mehr. Dann lässt das sein. Ne? Gut. Bisschen Muckis braucht man dafür, aber nicht viel. So, ich will ihm auch nicht auf den Geist gehen, sondern ich baue tatsächlich auf Geduld und Spucke. Ich will nicht die schnelle Lösung sozusagen, die man schon durchaus, hey, das mag ich nicht. Po-Schnüffler. Die man durchaus als Fremder, also als Hundetrainer auch erreichen kann. Besonders wenn der Hund sowas wie Respekt vor seinem eigenen Besitzer nicht hat, kann ich mir den als Fremder, der jetzt und eben eventuell dann auch noch als jemand, der weiß, was er da so tut, relativ schnell erreichen, dass der Hund jetzt doch bei mir erstmal so ein bisschen vorsichtig wird, auch von seinem Verhalten. Und da so eine Hundestunde normalerweise nicht länger dauert wie eine Stunde, deswegen heißt sie auch so, kommt das dann so rüber, als wäre der Hund jetzt praktisch geheilt. Ist er überhaupt nicht. Ist er überhaupt rein gar nicht, sondern die kennen relativ schnell die Umgebung, wo das dann da eben stattfindet. Ein Hundeplatz eben in irgendeiner Form mit überschaubaren Ablenkungen oder auch gar keine Ablenkung. So, und dann kann man das erreichen. Aber das ist nicht das, was ich anstrebe. Das soll man einfach nur begreifen. Der Hundebesitzer soll begreifen, dass das so sein muss zu Hause. Da ist die Chance, in der Leinenführigkeit etwas zu verbessern, wenn der Hund eben nicht auf einem normalen Gassigang ist, wo er halt schon seit Monaten eventuell sogar zeigt, dass ihn das alles komplett überfordert. Und nur deswegen reagieren die ja so, dass sie einfach irre werden. Bis hin zum Bellen, völlig unkontrollierten Verhalten, Gespringe in die Leine und den Besitzer anspringen und sowas. Das ist eigentlich kein Problem der Leinenführigkeit, sondern das ist ein Problem des nicht vorhandenen Respekts dem Besitzer gegenüber, wenn der Hund sich so verhält. Aber den Respekt, genauso wie bei Kindern, wenn die sich da meinetwegen im Restaurant aufführen wie die Affen, kriegt man nicht an dem Abend hin, sondern das sind Sachen, die gehören zu der Grunderziehung. Die haben auch nichts mit Sitz und Platz zu tun, sondern gewisse Sachen, muss der Hund wissen, sind nicht erlaubt, mich anzuspringen in irgendeiner Form. Weil das einfach dann, der Hund wird das dann machen, wenn er drüber ist, über seinem Erregungslevel,
wird er diese Sachen machen, weil er einfach nicht weiß, wohin mit seiner Energie. Und das, was er jetzt macht, das ist jetzt mal wieder so typisch. Ich glaube zu wissen, warum. Ich kann versprechen, dass das, was ich jetzt sage, was ich jetzt gerade denke, auch genau diesen Tatsachen entspricht. Ich habe keinerlei Gedanken für ihn, so, dass ich ihn lästig finde, dass mich das aufregt, wie er sich verhält, dass ich ihn nervig finde, dass ich mir wünsche, dass er das jetzt endlich lässt, ne? Sondern ich denke mir, ja, boah, Gott, du kannst da ja nichts für, ne? Das ist, ist ja gut, eine Portion Genetik auch mit bei. Aber ich kann ihn doch gar nicht ruhig kriegen, wenn ich selber auch aggressive Gedanken habe. Aggressiv im Sinne von, geh mir nicht auf den Senkel oder sonst irgendwie was, sondern ich habe nur ruhige Gedanken bei dem Hund, weil ich bei ihm auch spüre, dass er das da sofort auch erfasst. Also da ist nichts, der regt sich nur auf, wenn er auf Widerstand trifft, wenn man ihm etwas verbieten möchte, was er jetzt nicht so einsieht. Und nicht, weil er stur ist oder so, sondern weil Hunde ja das einfach ganz anders erleben. Der ist, hängt an der Leine, der sieht jetzt eine geile Sache, wo er hin möchte. Und er kommt da nicht hin. Ja, dann flippt er aus. Und der war richtig lustig. Wie der ein halbes Jahr alt war, ey, da hast du Ohrenstöpsel gebraucht, weil der das dann auch noch mit Gesang untermalt hat, was er halt da so jetzt gerade an Frust so hatte und so. Der hat sich schon super gemacht. Also da gibt's eigentlich wirklich gar nichts. Aber wie gesagt, ich denke so, dass ich ihm helfen möchte. Und ich kann ihm nur helfen, wenn ich möchte, dass er ruhig wird, indem ich selber ruhig bin. Ich kann das nicht erzwingen, weil genau das ist der Grund, warum der sich so aufführt. Ne? So, und diese Gegend hier, das passt jetzt einfach super gut, um mit ihm zu üben, dass er mal sich führen lässt. Und da bin ich jetzt so mit diesem breiten Halsband, finde ich das am allerbesten möglich, dass man einen Hund führt, weil, wie gesagt, zu dünn ist nichts, weil er sich dann abgurgelt und da wirklich gegen den Widerstand gegen angeht. Kein Hund der Welt lässt es sein, bloß weil es unangenehm ist am Hals. Es sei denn, geht wirklich dann jetzt der Sauerstoff aus, aber das kann ja wohl nicht Sinn der Sache sein. Und ich sag mir, ich denke jetzt gerade, ja, wir gehen hier auch noch einen halben Tag, wenn du das jetzt nicht mal irgendwie einsehen möchtest oder so, beziehungsweise wenn du mir nicht das Bild gibst, was ich jetzt von dir sehen möchte. Ich gehe ihm auch nicht groß auf den Sack mit irgendwelchen Kommandos, weil das ist so ein Hund, so wie viele, die sind recht eifrig, die lernen auch ganz viel über Futter, kann ich auch mal vormachen, was er dann macht. Ciao. Das haben wir auch schon ein bisschen geübt, weil sonst wurde der, der hat sich in die Tasche reingebohrt, ne? Na komm. Ich will ja gar nicht, dass der eifrig ist und hoch motiviert wegen Futter. Weil auch das steht da im Weg. Heutzutage, was wird denn immer geübt mit den Hunden? Ja, wenn er es gut macht, dann kriegt er ein Leckerli und dann versteht er das schon. Nein, das ist so, dass er dann immer fordernder wird, ne? Also bei solchen Hunden, die so drauf sind, gewisse Sachen, das ist für mich dann praktisch so Grunderziehung, die muss der Hund für mich machen. Also die verlange ich von ihm. Aber eben nicht so, dass ich sage, und du machst jetzt, was ich sage oder so, sondern dass ich es ihn erleben lasse. Bei mir kannst du davon ausgehen, wenn du dich nicht benimmst, dann wird das hier länger dauern. Aber nicht von wegen oder so, weil das nichts bringt. Das würde ihn nur noch verrückter machen. Und dass ich ihn jetzt streicheln kann, das könnt ihr euch vielleicht nicht vorstellen, aber das war nicht immer so. Der ist normalerweise immer dann Richtung Nase gestartet, ne? Und der Hugo ist ein ganz Süßer, der mag so gerne geknubbelt werden. Und dass er das hier draußen auch jetzt annehmen kann, ist einfach ein super gutes Zeichen für mich. Richtig gut, Schatzi. Das ist toll. Du bist süß. So, ich möchte so denken können, dass er ein Schatz ist, ne? Manchmal ist es hart, dich zu lieben. Aber das haben wir doch alle, das Problem, ne? Ja, du bist Schatzi. Selbst wie ich mit ihm rede, ich rede gerne mit Tieren insgesamt, also egal was, also bei Kühen klappt das auch richtig gut. Mein Ding ist halt, sind halt die Hunde, weil das auch wieder in diesen Bereich reingeht.
ich kann damit meine Gedanken, die ich habe, auf den Hund übertragen. Der versteht das dann eher, weil wenn ich etwas ausspreche, was ich gerade denke, dann kann ich zum Beispiel nicht lügen. Wenn ich jetzt gerade genervt wäre, könnte ich ihm nicht sagen, du bist süßer, ich krieg das hin mit dir oder wie auch immer. Das würde er sofort merken, dass ich da nur was sage, aber dass ich was anderes denke. Also für dich vielleicht auch so mal nebenbei so nochmal als Tipp, das auszusprechen, was man gerade denkt, ist gut. Es ist nämlich, wenn man das Richtige denkt, eine tolle Bestätigung, sofort, kann ich versprechen. Wenn man das Verkehrte denkt, sofort auch eine Bestätigung, dass man halt gerade etwas Verkehrtes denkt. Ne? Und das muss man ändern, ansonsten kommt man dann mit einem Hund nicht weiter, weil der das sofort merkt. Ne? Ist so. So, und jetzt wieder, das nutze ich jetzt einfach mal aus, weil so langsam gefällt mir das, was du da machst, Schatzi. Die Leinführigkeit an sich ist nur ein Symptom. Das hat nichts damit zu tun, wie der Hund eigentlich wäre. Weil ich weiß, dass der Hund zu Hause gechillt in der Sonne liegen kann, wenn halt nichts los ist. Wenn was los ist, ist es was anderes. Aber das muss ich ausnutzen. Wenn er gerade wirklich so jetzt so mittapst, das ist für so einen aktiven Hund eine Riesenleistung. Also was heißt Leistung? Eigentlich ja nicht, aber dass er das jetzt auch zeigen kann, das ist einfach was ganz was Tolles. Finde ich richtig gut. Dass man ihm nicht immer sagt, er darf meinetwegen da nicht hingucken oder so, weil man jetzt vielleicht Angst hat, dass er als nächstes gleich springt. Wenn ich sehe, das hat er jetzt übrigens nicht vor. Er hat keinerlei Neigung nach vorne und fixiert nichts, sondern steht einfach doof in der Gegend rum. Auch nochmal ein Unterschied. Dann kann ich ja auch sagen, anstatt Hugo, komm mit oder so, kann ich ja auch einfach das machen. Ne? Ich kann ja jetzt einfach mich entfernen. Der läuft mir dann hinterher. Ne? Fein. Und was ich auch gerne mache, also wirklich, da kommt dann das Oldschool da so ein bisschen durch, dass ich da nicht ihn belohnen möchte mit Futter für was Schönes in dem Sinne, sondern dass ich auch mal, jetzt bei den Großen kann man das ja machen, dass ich dann auch mal tatsächlich mal seinen Kopf streichel und solche Sachen. Das, was er jetzt macht, auch. Ne? Nicht, dass du jetzt denkst, ja, aber der springt dich doch an. Nein, das ist ganz was anderes, was er jetzt da gerade macht. Der sucht meine Nähe, der tut mir nicht weh, der rempelt nicht an mir rum. Jetzt leckt er sogar meine Hand, das finde ich total niedlich. Ich muss ihm ja zeigen, das Anspringen mag ich nicht, dann passiert das. Ich muss ihm ja zeigen, der muss ausprobieren dürfen, was er denn bei mir darf. Ne? Wenn ich ihm alles verbiete, dann kennt er sich ja wieder nicht aus. Dann wird er wieder zurückfallen in dieses, ja, dann explodiere ich halt, das ist eh lustig. Jetzt hat er meine Leckerchen entdeckt. Aber es macht nichts. Aber sehr gut. So, und viele kommen ja mit so einem Hund, der an der Leine sich aufführt wie so ein Idiot, gar nicht dazu, dass sie dem, wenn sie draußen mit ihm an der Leine unterwegs sind, auch mal tatsächlich körperliche Zuwendung geben können. Geht gar nicht, weil der einfach ja den Besitzer irgendwie nur als lästigen Anker irgendwie erlebt und auch sieht. Ne? Sondern das ist jetzt richtig toll. Finde ich richtig süß. Das mögen die unheimlich gerne. An den Öhrchen rumknubbeln, ne? Schatzi. Und die so weggeschnubbelt dann, ne? Nicht fopsen. Du, ist gut. So, ohne Leine könnte ich das jetzt nicht verhindern, was er davor hat. Aber er kriegt von mir immer die gleiche Antwort. Ich sag da nichts zu, ich handle. Und dann lässt er das. Jetzt stell dir vor, ich will nicht wieder bei YouTube da einen Spielfilm drehen, ne? Aber jetzt stell dir vor, das wäre jetzt nicht für YouTube, was ich jetzt hier mache. Und stell dir vor, ich mache das wirklich mal, dass ich den so lange an der Leine rumeiern lasse, bis er wirklich sagt, ich glaube, ich lege mich jetzt hin und höre dann auf. Ne? Und das kann jeder mit seinem Hund zu Hause ausprobieren. Hab deine Gedanken unter Kontrolle, was du jetzt vom Hund denkst. Und also ärger dich nicht über das, was er macht, sondern hinterfrag das, warum tut er das, und dann hast du sofort die Lösung. Das ist bei dieses Muster, wie sich Hunde an der Leine völlig bescheuert aufführen, ist so allgegenwärtig. Die Gründe dafür sind immer die gleichen. Der Hund hat keinen Respekt vor seinem Besitzer und er ist genervt von diesem Zustand, dass er zurückgehalten wird. Und das gehört geändert. Ich spreche da, was das angeht, keine Verbote aus mit dem Hund. Ich lasse ihn das machen, aber ich will ihn scheitern sehen. Ne?
Wenn er meint, er muss noch da hinten springen, sehe ich, da habe ich nichts dagegen, das soll er ausprobieren. Aber ich drehe mich dann weg, damit er das nicht schafft. Und dann nur so kommt der Hund drauf, dass er das lässt. Weil wenn man ihn ziehen lässt, in dem Sinne, jetzt ist er eh so süß. Oh Mann, Hugo, du bist so brav. Wenn man ihn ziehen lässt, weil man jetzt sagt, naja, er will ja mal pinkeln, er will ja mal schnuffeln oder sonst was, und lässt sich hinterher schleifen. Ein Meter, den er gewinnt, und meistens sind es ja dann einige Meter mehr, bringt den Hund dazu, dass er sagt, ja, läuft, ne? Kriege ich hin, der kommt schon irgendwie hinterher. Da muss man einfach nur sagen, gut. Was kann ich da noch machen? Ich gehe nicht so dicht dran, wenn ich mit ihm was ändern möchte. Am Anfang so an so interessante Stellen. Jetzt könnte ich das schon machen. Jetzt kann ich mich da auch gerne aufs Gebüsch drauf zubewegen. Und ich rechne halt schon damit, dass er da irgendwie hin möchte. Die Tür kennt er natürlich auch, weil da geht es dann zum Futter. Und dann drehe ich halt nochmal um. Und das mache ich so lange, bis Hugo mich mal anguckt und mich fragt, wollen wir da jetzt wirklich hin? Und der ist so pfiffig, dass er das auch relativ schnell macht. Gut, sehr schön. Genau, mit Loben in dem Sinne, also dass ich da ihm sage, das hast du super gemacht, das hast du ganz toll gemacht, ne? Dann kriege ich ihn ja wieder hoch und da ist er jetzt eh noch nett, ne? Also nicht machen, sondern, was sage ich immer, nach innen freuen, ne? Weil alles andere pusht ihn wieder. Der wartet ja nur drauf, dass ich wieder mich vergesse und ihm erzähle, wie toll er ist und so. Das denke ich mir, ne? Und das wiederum spürt er, ne? Willst du noch mal einen Keks hier haben? Ne? So ein Quatsch. Aber das ist, weswegen die Hunde sich auch so schnell dann einfach komplett anders zeigen. Wenn er jetzt übertreibt, dass er mir da jetzt die Tasche aufzieht, mache ich wieder das da. Macht er dann trotzdem. Also, nach da. Wenn er locker lässt, lasse ich auch locker. Prima. Und glaub mal, nur das möchte er eigentlich auch. Der will nicht ziehen, aber ihm fällt halt nichts Schlaueres ein, weil er halt nur ein Hund ist. Ne? Ich muss ihm mit seinen eigenen, also so wie ein Hund Sachen erfasst, muss ich ihm auf die Sprünge helfen. Und nicht damit, dass ich von ihm verlange, dass er sich gut benimmt. Weil da kann auch ein Kind nichts mit anfangen mit dieser Aussage. Benimm dich gut oder guck mal die anderen, die können das doch auch oder irgendwie so. Das kannst du alles vergessen. Das ist dem Hund völlig Schnuppe. Ne? Du musst das selber genau so sehen. Und plane dir ordentlich was Zeit ein, weil du brauchst dafür ja auch so dann einfach einen klaren Kopf und Ruhe. Und dann geht das schon. Ne? Und nicht so von wegen eine Stunde und jetzt hat er's, sondern das ist dann schon ein längerer Prozess. Und was ich mir halt wirklich wünsche, ist, dass man solche Sachen halt gleich schon mit Welpen macht, weil dann braucht man diese ganze Korrekturgeschichte halt auch gar nicht machen, weil die das dann von Anfang an kennen. Ne? Bisschen weniger Leckerchen, was jetzt so Leinführigkeit angeht, sondern mehr Handeln vom eigenen Besitzer, das ist, was die Hunde ruhig macht. Ich erzähle jetzt für euch, ne? Und er ist dabei und nebenbei streichle ich ihn, aber er ist nicht die Hauptperson, weil er ist weder ein Problem, noch ist er irgendwie was Besonderes oder so. Er ist einfach nur ein Hund, der sich letztendlich innerlich nach Ruhe sehnt das, wo man ihm wirklich dann eben insofern helfen kann, dass man ihn auch nicht immer zur Hauptperson macht, ne? Weder zum Kronprinz noch zu einem Problemhund, sondern einfach stinknormal Hund, ne? Hasi. So kommt er dann runter und eigentlich wieder erstaunlich wirklich innerhalb von so kurzer Zeit. Ne? Ich weiß, er wird das wahrscheinlich nochmal wieder versuchen mit dem Hochspringen, aber das wird dann immer weniger, weil er sagt, ja Mensch, brauche ich ja gar nicht. Die ist ja so auch für mich da. Ne? Genau, ich hoffe, ich habe wieder so ein bisschen dann zum Nachdenken eben anregen können. Und ja, geh mal ein bisschen in dich, was du so denkst und fühlst, wenn dein Hund dich durch die Gegend zieht. Und ja, ich hoffe einfach mal, dass du jetzt die ganze Sachlage so ein bisschen anders betrachtest und eventuell damit dann eben deinem Hund auch auf die Sprünge helfen kannst, dass er das auch mal mit Ruhe versucht. Aber dafür musst du das erstmal beginnen, sonst funktioniert das Spiel nicht. Alles klar, alles Gute, deine Steffi. Du bist ja offensichtlich auf der Suche nach Tipps für bessere Leinführigkeit, dass der Hund dich halt nicht mehr von A nach B schleift, obwohl du gar nicht nach B willst.
Und das denke ich, dass ich dir da helfen kann. Ich habe da was vorbereitet. Klick mal auf den Link, der ist hier irgendwo zu sehen. Such ihn dir, das musst du machen. Oder guck ganz gechillt da unten in der Videobeschreibung, da findest du das auch noch. Klick einfach drauf und ich bin mir sicher, dass ich dir damit helfen kann.